Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 1098. Die Folge heute ist für alle die gedacht, die auch mit der PlayStation 4 und der Xbox One dementsprechend den Landwirtschaftssimulator 2019 spielen. Ja, heute eine besondere Folge. Die 1098. Folge ist die letzte Folge für den LS19. So simpel ist es. Wenn alles klappt, ich habe das hier ein bisschen vorproduziert, wenn alles klappt, sind wir jetzt hier am 21., so wie es aussieht, am Sonntag, und morgen kommt der LS22 raus. Ja, morgen geht es dann weiter dementsprechend mit dem LS22. Ich weiß nicht, wie schnell oder wann Mods auftauchen. Das ist natürlich der Punkt, steckt man im Voraus nicht drin, ne? Das heißt, wenn keine Mods da sind, werde ich erstmal anfangen, Besonderheiten aus dem neuen Fuhrpark vorzustellen. Das heißt, Firmen, die wir im LS17 oder LS19 noch nicht dabei hatten, oder Gerätschaften, die wir noch nicht dabei hatten, oder Klassentypen, die wir noch nicht dabei hatten. Dafür wird es dann ein paar Videos geben. Sobald natürlich Mods da sind, in welcher Form auch immer, auch Maps oder sowas, werde ich dementsprechend, am Anfang zeige ich ja auch teilweise neue Maps, werde ich die dann vorstellen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie das planmäßig läuft mit dem ersten Let's Play. Kann auch sein, dass ich, wenn Tutorials da sind, irgendwelche Tutorials zeigen werde. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie es abläuft. Also das, was bis jetzt geplant ist, ist auf jeden Fall für den morgigen Tag, also den LS22 Starttag, ist es auf jeden Fall, was aus dem Fuhrpark vorzustellen und vielleicht auch schon in ein Let's Play reinzugucken oder mal die Karten dementsprechend anzugucken und dann zu sehen, was dann so geht. Natürlich werde ich, wenn ich ein Let's Play starte, dann anfangen, schon neuere Sachen dementsprechend dann mit auszuprobieren. Das heißt, dass wir mal gucken, was mit den Produktionen ist, wie gut sie laufen oder nicht. Natürlich genauso gut das Ganze Richtung Trauben, Oliven und sowas laufen lassen, ne? Und auch hier sind mit am Start ist. Also das ist so der Punkt. Dann wisst ihr Bescheid morgen. Ich weiß es auch noch nicht zeitlich. Ich gehe davon aus, dass die erste Folge schon vormittags auf jeden Fall laufen wird oder sehr früh am Morgen laufen wird. Ich bin mir noch nicht sicher genau, wie ich es hinkriege, wann ich es genau produziere. So simpel ist es. Der Start des LS22 fällt nämlich so ein bisschen zusammen mit meiner Prüfungsphase und deswegen muss ich natürlich sehen, dass ich das dann mal in einer Lücke nehme, wo ich mir dann eh Pause vorgenommen hatte. Und ja, werde das natürlich dann auch machen. Aber wie gesagt, es wird auf jeden Fall wohl eine Folge mindestens vormittags geben und eine Folge mindestens dann abends zum normalen 18 Uhr Termin geben. Müssen wir mal gucken, wie es ist. Vielleicht sind es auch zwei Fuhrparkfolgen, dass ich morgens eine Fuhrparkfolge rausbringe und abends auch eine oder vielleicht noch, ne? Kann auch sein, dass es zwei oder drei Folgen sind an einem Tag. Beim Starttag ist es ja immer schon was Besonderes. Und da wollen wir mal gucken, was wir draus machen. So, aber jetzt genug Geschwafel. Die letzte Folge heute, fünf Mods am Start. Wir haben zwei Unterstellmöglichkeiten. Wir haben einen Kuhstall, wir haben eine komplette Traktorenreihe, die es auch im LS22 uns begleiten wird. Deswegen habe ich sie bis heute aufgespart. Und wir haben auch noch mal was von Fortschritt am Start zum Transportieren. So sieht's aus. Wir fangen mal an mit dieser Garage hier. Also, wir laufen eine Runde ran. Sehen texturenmäßig alles okay, schön auch hier die Steine, kann man relativ dicht dran gehen, schöne Balkengeschichten hier, Welldach draufgesetzt sozusagen und dann eine leichte Schräge beim Hochfahren. Mit der Schräge, ne, ist praktisch und nicht wirklich unpraktisch, sondern man lernt daraus das gerade Ranfahren, weil sobald es ruppelt, weiß man ist zu schräg beim Rauffahren, so simpel ist es. Die Türen gehen hier natürlich auf beiden Seiten. Deswegen auch gar kein Problem. Was ich natürlich nicht vergessen habe, ich möchte mich natürlich auch bedanken bei euch, dass ihr die ganze Zeit immer schon fleißig mit dabei gewesen seid. Und wie gesagt, morgen die Mods und Co-Geschichten werden morgen mit 001 starten für den LS22. Das heißt, ich werde die Zählung von vorne beginnen, weil irgendwo mal bei 3422 zu sein, finde ich ein bisschen übertrieben. Ich finde schon das Vierstellige übertrieben. Eigentlich, okay, liegt aber natürlich daran, dass es den LS19 halt ein Jahr länger gab, wie eigentlich ursprünglich mal gedacht, ne? Also von mir ursprünglich mal angenommen, sagen wir es mal so. Ne? Also wie gesagt, vielen Dank, dass ihr die ganzen Folgen freundlich mit dabei wart und immer schön mitgeschaut habt. Und wie gesagt, ihr würdet mich ja sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit am Start seid, wenn es dann LS22 Mods und Co. 001 heißt. Was denn noch genau da drin stehen wird, weiß ich halt noch nicht, ne? Muss man mal gucken. So, also, das ist jetzt die Garage. Zeige ich euch dementsprechend gleich, wenn ich euch die Scheune gezeigt habe, auch da. Dann, wir haben erstmal zwei Unterstellmöglichkeiten. Hier haben wir ein bisschen Holz. Sieht ein bisschen grob aus, das Ganze. Wollte es eigentlich aufmachen? So, jetzt haben wir es auch aufgemacht.
grob in dem Sinne, dass halt Lücken zwischen sind. Licht dementsprechend geht an. Wir sehen hier schön so Schindelgeschichten von unten. Und Licht dran. Von innen sieht das Holz auch ein bisschen anders aus wie von außen. Hier unten ein bisschen angewittert. Ein Eimer noch daneben. Das ist eigentlich ganz okay. Wir haben an der Seite hier die Balkengeschichte hier. Die ist leider ein bisschen grob, aber auch nicht schlecht. Das Licht gilt auch für draußen. Wir haben draußen auch noch eine Unterstellmöglichkeit zusätzlich auf beiden Seiten. Das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Je nachdem, wie groß man das Ganze haben möchte. Und die Garagengeschichte, hier hätte ich was gesagt, die Scheune ist eine Durchfahrgeschichte. Ist natürlich nicht für riesige Sachen geeignet, das ist klar. Das sieht ihr selber schon an der Breite für riesige Traktoren. Aber man kann schon ein, zwei Sachen hier reinstellen. Je nachdem, was man machen möchte. Es können ja sogar Ballen per Hand reingestapelt werden, wie man halt möchte und was für Ballen man auch benutzt. Ne? Also, wie gesagt, wer noch einmal sagt, okay, ich drehe noch mal eine Runde mit dem LS19, bevor es dann morgen losgeht, hier habt ihr noch mal eine Chance, euch das anzugucken. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns die beiden Sachen einfach mal an. Die stehen in Unterhalle, finden wir hier auch einmal Garage, 10.000 kostet sie und 10 am Tag. Und die Scheune, die kostet auch 10.000 und dann 2 am Tag. Das ist schon der Unterschied. Und das waren schon die ersten beiden Mods. Dann kommen wir zu diesem Kuhstall hier. Bisschen einen auf älter gemachten Kuhstall. Wir haben jetzt hier eine schöne Umzäunung, ne, mit alten Balkengeschichten. Hier ein bisschen moderneres, verzinktes Tor, aber so super verzinkt auch nicht, weil wir haben ja auch anscheinend Rostspuren schon dran. Hier seht ihr selber die Ein- und Auslaufmöglichkeit. Hier haben wir einen passenden Boden. Also passend ist die Frage. Ne, hier seht ihr schon den Bereich, wo die Tiere sich drinnen aufhalten können, hier draußen. Wir haben Futter-Tränke-Geschichten. Wir können hier durchfahren, das heißt, wir können auch hier so rein in den Stall. Hier schön mit High-Voltage-Schild haben wir schön die, ne, die Beleuchtung, die so leicht gelblich wird. Ne, wir haben hier neben dann eine schöne große Unterstellmöglichkeit. Auch die hier beleuchtet. Ich finde auch die Steine und sowas, das finde ich also ganz interessant gemacht. Auch die Balkengeschichte hier oben und sowas, das sieht alles eigentlich so optisch sehr gut aus, kann ich anders sagen. Und auch hier haben wir, ich mache einfach mal alle Türen auf sozusagen. Hier haben wir dann die Möglichkeit, noch schön was unterzustellen. Und hier gibt es noch eine Leiter. Ich weiß nicht, ob wir die hochkommen. Ja. Und hier haben wir noch einen hervorragenden Dachboden. Und auf diesem Dachboden können wir auch noch Ballen oder sowas unterbringen. Ne? Oder Futtersäcke oder was auch immer. Also sehr, sehr schön gemacht und auch eine sehr schöne Geschichte. Ne, halt im alten Stil, sieht sonst auch sehr gut aus. Wir haben hier den Milchbereich, wir haben hier den Bereich für die Gülle und auch hier der Mistbereich ist schön mit dem alten Steinpart gesetzt, ne? Und hier dann die Auslaufvariante für die Kühe. Also sehr schön gemacht. Wir gucken uns das Ganze natürlich auch mal im Shop an. Gehen hier mal nach hinten durch. Kuhweide, 100.000 kostet sie und 20 Kühe gehen rein. Und das ist auch ja, vielleicht auch gar nicht so unrealistisch von der Größe her. Na okay, das hier wirkt vielleicht ein bisschen klein dafür, aber sonst realistischer wie die meist andere, die es noch dementsprechend gibt. Also wie gesagt, schöne Geschichte, ne? Schönes Ding. So, dann hüpfen wir mal und zwar kommen wir jetzt hier zum Shop-Part. Steht ein bisschen dicht beieinander, aber da sind wir auch schon. Da sehen wir nämlich schon den Tatra. Nein, der hat da nichts mit zu tun. Nein, diese Aufleger, die wir hier sehen, das sind welche, die laufen unter dem Titel Fortschritt. Das sind 130er, das ist die Typenbezeichnung. Man sieht hier vorne schön die Doppelstütze und die Anschlüsse, die gesetzt sind für den Traktor, für den LKW. Hier sieht man, habe ich die Anschlüsse mal so nach vorne gezogen. Die gehören natürlich dann so hier nicht so super dran, sondern eher hinten dran, aber ne, man sieht halt, ich wollte damit nur zeigen, dass man die sowohl unten wie auch oben auswählen kann, wo sie hingehen müssen. Aber damit es aufschlussreicher ist, würde ich sagen, ich zeige es halt direkt mal im Shop. So, da sehen wir es und dann seht ihr hier, die Schlauchanschlüsse können wir unten oder vorne setzen. Das wollte ich eigentlich nur damit gezeigt haben, damit ihr seht, wie es geht. Und wir haben die Reifenvariante in Zwillingsbereifung oder in einer breiten Variante. Wir haben hier verschiedenfarbig Möglichkeiten hier, ne? Auch da eine Deutz-Variante draus zu machen, wenn man will. Wir haben jetzt hier selbst mit Farbwechsel und allem drum und dran 9.550, wenn wir die Farben normal gelassen hätten. Seht ihr selber, sind wir hier unter 8.000 für das gute Stück. Grundpreis ist nämlich 8.750 für 13.000 Liter. Ein Schnäppchenpreis, kann man nicht anders sagen. Variante 2 hat 9.200 als Grundpreis. Farben ist genau das gleiche. Schlauchgeschichten auch, deswegen werde ich da nicht nochmal dran drehen. Da haben wir für 9.200 25.000 Liter zu bewegen. Also ich sag mal, viel günstiger kann man das Ganze eigentlich nicht kriegen, wenn man ehrlich ist. Hier habe ich es mal im Goldhofer Blau gesetzt, das Ganze mal. Ne? Damit ihr seht, Farbvarianten gehen auch hier und das Untergestell ist auch mal dunkel gehalten und nicht rot.
Also wie gesagt, sieht sonst sehr gut aus. Ich kann hier nochmal eine Runde reinhüpfen. Den Abkippmechanismus seht ihr selber. Ist eine Doppelhydraulik, die das Ganze fein nach links kippen lässt. Sieht also sehr gut aus. Ne? Hier die Übertragung hier. Ne? Seht ihr über das Gestänge hier. Das ist das, was uns hier die Klappen aufgehen lässt. Hier. Also eine sehr schöne Geschichte. Funktioniert einwandfrei. Wir klappen es wieder zu. Dann seht ihr es hier in dem Gestänge nochmal. Also sehr schön gemacht, auch von der Mechanik her. Gefällt mir gut. Ne? Da seht ihr, wie das Ganze wieder zugezogen wird. Ja, sehr schönes Ding. Haben wir schon gesehen, ne? Klar, im Shop. Dann kommen wir jetzt zur, ja, es ist soweit, zur letzten Mod sozusagen im LS19, die ich vorstelle. Dann geht es mit dem LS22 morgen los. Wir haben hier Massey Ferguson, die S-Serie. Ich meine, es gibt auch einen S8, der steht jetzt hier nicht bei. Wir fangen an mit dem 5, 6 und 7. Ich habe bei dem 7 auch mal die alternativen Farbmöglichkeiten im Original gesehen. Man kann auch andere Farben wählen hier bei der Mod. Ne, das hier ist die 5er-Serie, seht ihr selber. Hier habe ich die kleinste Variante mal stehen gelassen. Das ist der 5S105. Hier seht ihr, ist die größte Variante. Da habe ich die Frontlader-Version mitgewählt, damit ich das ja nicht lesen kann. Da seht ihr 6S180, müsste das heißen. Düna 6, 6-Zylinder. Und wir haben hier nochmal den Düna 6 7S190. Das ist die größte Variante hier. Mit Fronthydraulik. Die Fronthydraulik gibt es in zwei Grautönen, noch in dem alten und dem neueren Grau. Wir haben hier mit Gewicht, das geht auch bis 900 Kilo, glaube ich, ungefähr, oder 720, bin mir nicht sicher. Sehen wir gleich nochmal im Shop. Und hier bei dem habe ich vorne mal nichts dran gemacht. So simpel ist es. Vom Motorgeräusch her sind die beiden hier gleich. Das heißt, ich werde die beiden jetzt hier nicht getrennt fahren, aber der kleine hier, der hat einen extra Sound und deswegen würde ich sagen, fange ich einfach mal mit dem an und drehe gleich mal eine Runde, bevor wir mehr davon sehen. Ja, Bremsleuchten funktionieren, Rückfahrleuchten haben wir jetzt in dem Sinne so keine, aber das ist auch nicht ganz so wild. Ne? So, hier steht das gute Stück. Wir machen mal gleich den Lichttest. Der funktioniert schon mal einwandfrei. Hinten Arbeitslicht auch super ausreichend und hier auch. Ne, also der macht richtig gut Licht. Wir haben Rundumleuchten, die funktionieren. Blinker dementsprechend auf der einen wie auch auf der anderen Seite. Dann gucken wir mal ins Cockpit rein. Auch das hier sieht normal vernünftig aus alles. Ne? Wenn ich den Motor anmache, seht ihr, geht schön die Display-Geschichten überall an. Und wenn ich dann Licht anmache, dann sieht man hier vorne auch am Display dort und in der Säule sieht man dementsprechend die Zusatzlampen überall angehen. Ne? Auch in den ganzen Knöpfen und sowas. Also das schon sehr schön gemacht. So, gefahren sind wir mit ihm auch. Wenn wir jetzt noch gucken, sehen wir, wir haben noch eine Maussteuerung da. Das heißt, die eine Maussteuerung von der linken Taste ist für die Tür. Ne? Die können wir auf und zu machen damit. Die andere Taste, die rechte, macht natürlich dann die rechte Tür auf und zu. Und die mittlere, ihr ahnt es bestimmt, die öffnet das Heckfenster. So, ja, damit haben wir Nummer 1 schon gesehen. Ich zeige euch die gleich alle zusammen im Shop. Wenn wir hier einsteigen, ich demonstriere das nochmal hier, es ist die gleiche Optik. Das heißt, das brauche ich jetzt nicht nochmal überall durchziehen. Ne? Die Türen auf und zu machen, der Spaß, das ist überall hier das Gleiche. Bei ihm hier haben wir auch den Lichttest ganz normal, Stufen vorne, Stufe hinten und auch die andere Geschichte. Das mache ich bei dem eine Nummer größer gleich nicht, das ist nämlich dann die gleiche Version. Hier sieht das Innenleben dann auch ähnlich aus. Ne? Es passiert so nichts, wenn ich normal reingehe. Wenn wir den Motor anmachen, sehen wir hier die Display-Geschichten laufen. Wenn ich jetzt Licht anmache, dann sehen wir wieder in den Zusatztasten und sowas sind überall die Beleuchtungselemente dann drin. Ne? Auch das funktioniert einwandfrei. So, ja, damit haben wir den auch gesehen. Wie gesagt, optisch von den Texturen her sehen die sehr gut aus. Ich laufe jetzt mal hier rüber, weil das ist die Variante, die ich dann hier fahrtechnisch machen werde. Auch hier zeige ich nochmal kurz, es sind die gleichen Sonderfunktionen dementsprechend da. Lichttechnisch genau das gleiche. Von innen sieht er dementsprechend auch ähnlich aus im ganzen Konzept. Na, seht ihr jetzt hier auch. Und deswegen würde ich sagen, wir drehen da jetzt hier auch nochmal eine Runde mit.
Bremsleuchten gehen, wie gesagt. Rückfahrleuchten in dem Fall hat er jetzt so nicht. Ne? Ich werde den jetzt einfach mal hier dicht neben parken, sozusagen. Oder dazwischen setzen. Wie auch immer. So, ja, Shop, das wollen wir natürlich noch machen. Hier ist der große Punkt, die Sachen sind einzeln gesetzt. Also wir haben die 5S-Serie hier mit 85.000 im Anstieg, 105 PS. Die Konfiguration ist immer hier die Gewichtegeschichte. Die ist bei allen gleich oder Fronthydraulik. Wir haben Michelin, Mitas, Nokian und halt normal die Telebock-Geschichten. Reifenversionen haben wir hier mit Radgewichte, Breitreifenradgewichte, Pflegebereifung, Zwillingsbereifungsvarianten. Und das ist auch bei allen gleich. Wir haben die Pflegebereifung, Breitreifen, Kotflügelvarianten, die kann ich alle anpassen, dass es immer schön passend dazu ist. Ne? Dann GPS-Empfänger kann ich noch aufs Dach setzen, Frontanlader-Anbau kann ich noch ransetzen. Und wir haben dann die Motorgrößen. Also Motorgrößen sind die 105, 115, 125, 135, 145 PS. Und da hört das Ganze dann auf. Da sind wir bei 109.000, so im Normalfall. Für die kleinste Version. Farbenmäßig, wie gesagt, haben wir die ganzen anderen Standardfarben hier mit an Bord. Ne, die so die einfachen Grundfarben, die sonst da sind. Und hier auch ein bisschen altes Grau, anderes Grau an den Farbtönen. Die anderen beiden Traktoren finden wir in dem Mittelklassebereich. Da geht es bei 105.000 los. Ne, da haben wir hier die Konfiguration, brauche ich jetzt nicht durchgehen nochmal. Das ist alles ein und dasselbe. Was hier interessant ist, ist halt die Motorgröße an sich. Die fängt halt bei 135 an, der kleine ging ja bis 145, die fängt bei 135 an, 145, 55, 165, 180 PS, dann geht es von vorne los. Also mit 180 PS ist eher gut gewappnet, sag ich mal so 4,50 Meter, 6 Meter Geräte, kann man mit der 6er Reihe hier hervorragend bedienen, ist ein schöner mittlerer Traktor, selbst in der vollen Leistung haben wir hier 126.000 als Anschaffungspreis angegeben, das ist natürlich sehr günstig. Bei der 7er Variante geht es eine Stufe höher einfach. Wir haben die gleichen Farb- und Auswahlmöglichkeiten und es kommen zusätzlich die Motorversionen dazu. Hier fangen wir bei 155 PS an, gehen auf 165 hoch, 180, 190 und das war's. Also wie gesagt, die 7er Reihe ist hiermit bis zu 190 PS. Wie es im Original sein wird oder dann morgen dementsprechend ist, deswegen habe ich die Variante extra jetzt als letzte Mod gewählt, weil die neue Serien von Massey Ferguson sind auch dementsprechend im LS22 drin. Und da hat man, wenn ich das dann vorstelle, dann auch gleich mal einen Vergleich. Also ich versuche dann möglichst in den ersten Folgen auch mal einen Massey Ferguson vorzustellen, dass ihr auch mal einen Unterschied zwischen den Traktoren, zwischen diesen hier seht für den LS19 und was sich dann zum 22er gegenüber getan hat. Wir sind hier bei der großen Motorvariante dann bei 135.000. Also das ist dann schon immer günstig immer noch, ne? Behaupte ich. So, ja, ich würde sagen, die Messe, die stelle ich hier auch einfach mal so schön mittig eine Runde hin, weil das wird es dementsprechend dann sein, sozusagen. Ja, das war die letzte Mod für den LS19, die ich vorstelle. Morgen startet das Ganze für den LS22. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für alle, die immer schön die Treue gehalten haben. Hoffe, dass ihr dementsprechend auch morgen mit dem LS22 mit am Start seid. Falls ihr erst noch relativ neu dabei seid, und dann lasst gerne passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Abo freuen. Fragen ist toll. Über ein Abo freuen. Schreibt gerne einen Kommentar bei euch rein, was ihr euch noch wünscht für den LS22, was es an Möglichkeiten sein soll. Wie gesagt, diese Folge ist ein bisschen vorproduziert. Die Folge, die ihr dann morgen seht, die ist dann auch erst einige Stunden vorher produziert worden, weil er logischerweise erst frisch rauskommt. Das heißt, ich werde frisch neu einige Stunden zuvor nur das Ganze produziert haben, was ihr morgen sehen werdet. Dies hier ist schon ein paar Tage älter leider. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass alles dann klappt, sowohl mit meinen privaten Geschichten wie auch dann morgen mit dem Start des LS22. Hoffe, dass ihr mit dabei seid. Bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass ihr beim LS19 mit dabei wart und hoffe, dass wir uns dann morgen auch wiedersehen. Macht's gut, bis morgen.